So, Beeilung, die Schwerkraft dreht durch. Ja, wieder ein Beeilung-Komet. Uns wird signalisiert, wow, dass mein Nunchuck mir eben aus der Hand gefallen ist. Nein, dass wir hier wieder auf Zeit durch müssen. Und zwar mit einer relativ geringen Zeit, die wir mal wieder mit solchen Stoppuhren auffüllen müssen. Ist keine so einfache Mission, muss ich zugeben. Also es ist immer sinnvoll, sich hier den Maxi-Pilz zu holen, weil mit dem kann man dann etwas unbeschwerter durchs Level gehen. Da muss man nicht mehr so auf sein Leben achten. Oh. Wow. Ja. Und springen. Das war irgendwie Glück, dass das geklappt hat. Das hätte ich nicht vermutet. Ja. Ja, gut, das war klar. Aber manchmal ist das mit den Flammen gar nicht so schlecht, weil dadurch wird man ein wenig beschleunigt. Und gerade im Anbetracht der Zeit hier. So. Ja, rüber. Einfach rüber. Und rüber. Und ja, gut. Nein. Ja, okay. Ja, okay. Ihr merkt, man kann hier schnell durch, aber dann verliert man auch ziemlich viel. Ziemlich viel Energie. Jetzt ist unser Maxi-Pilz schon weg. Das Leben brauchen wir jetzt erst recht nicht. Also wer das einsammelt, der soll's machen, aber das ist irgendwie ein bisschen dämlich. So, hier hinten geht's weiter. Noch eine Stoppuhr. Wunderbar. Und Luft brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir genug. So, nächste Stoppuhr. Wow, das war eng. Ja, würdest du... Dankeschön. Boah, so kann man an dem Wamp natürlich auch vorbei. Und du gehst irgendwo ins Nirvana. Ja, genau. Und... ja, gut. Also bis jetzt sieht es noch gar nicht so schlecht aus. Die Zeit ist noch sehr großzügig bis jetzt. Ja gut, das war jetzt etwas dumm. Wow, was war das? Oh, bitte. So, jetzt müssen wir eigentlich nur auf unser Leben aufpassen, denn 42 Sekunden bis da hinten sind eigentlich locker drin, ne? Und, wow. Ja, das haben wir geschafft, wunderbar. Da hinten wäre natürlich dann noch der Sternring gewesen, der uns zu Bowser führt, aber das haben sich die Entwickler dann auch gespart, weil wir sollen ja nur den Stern einsammeln und Bowser auf Zeit zu besiegen wäre irgendwie ein bisschen fail, finde ich. Das ist, gerade weil er immer so ewig lange Moves in der Luft macht. Die Schwerkraft dreht durch, ja, geschafft. Und Sternteile und Münzen. Momentan sieht es wirklich gut aus. Ich habe, glaube ich, heute allein schon über 20 Sterne geholt bis jetzt. Tut mir leid. Und, ja, das passt irgendwie. Keine Ahnung, aber es klappt, es läuft. Schlingersandgalaxie. Zweiter Stern, der da wäre. Ja, wir haben es begriffen. Die spektakuläre Schlingersand-Safari. Und mal wieder eine epische Alliteration, die man in Super Mario Galaxy 2 zuhauf findet. Es wird ein Plattformritt sein auf einem, ja, Sandvogel. Sag ich mal. Ja, sieht aus wie ein Sandvogel. Und das wird sehr lustig, denn auch hier die Parallelen zu Super Mario Sunshine, die sind da. Sandvogel. Ihr erinnert euch hoffentlich. Wenn nicht, kann ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es sehr eine sehr empfehlenswerte Idee ist, sich auch mal dieses Let's Play von mir anzugucken. Es war sehr lustig. Und ja. Hier wird uns jetzt, wir werden jetzt vom Startpunkt von eben so ein bisschen weggebracht. Und, wow. Ja, das war dumm. Wie soll man denn hier durchkommen, bitte? Naja. Jedenfalls dreht sich die Schwerkraft mit uns, wie ihr vielleicht seht. Und das ist notwendig, weil jetzt... Ja, irgendwie... Ja. Ja, toll. Ja, jetzt ist die Schwerkraft nämlich so und jetzt können wir hinten weiter. Nämlich hier lang. Wow. Boah, hier hoch mal so ein bisschen die Münzen einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob es was gibt, wo man wieder mal alle einsammelt. Na toll, die letzte fehlt und wir gehen natürlich in die Röhre. Ah ja, okay, dann kommen wir nochmal hier oben hin, genau, und kommen wieder an den Anfang. Und können hier das nochmal einsammeln. Und jetzt müssen wir warten, bis wir so gedreht werden, dass die Schwerkraft wieder
genau so zeigt. Und in dem Moment können wir abspringen und dann kommen wir hier hin. Und damit geht's dann auch weiter. So, jetzt können wir hier hoch. Und hier lang. Also der Sand hier ist, glaube ich, nicht gefährlich. In dem Sinne, dass man hier Leben verliert oder so, wenn man reinspringt. Aber ja, das war sehr klug. Man muss schon... Ja, man wird halt so stark zurückgetrieben, dass man nicht weiterkommt. So, hier noch ein bisschen. Ja. Gefahr, nicht runterfallen. Ja, und jetzt kommt der Ritt auf den Sandvogel. Parallelen sind, wie gesagt, da zu Super Mario Sunshine. Auch wenn der Sandvogel hier eine etwas vereinfachtere Grafik hat, sag ich mal. Und durch diese Kakteen hier wird immer ein paar Blöcke kaputt gemacht. Und Kamek kommt hier zusätzlich noch dazu, der uns den Sandvogel hier kaputt macht. Den Sand, den wir hier allerdings haben, wie unser Schild signalisiert hat, ist gefährlich. Wenn wir hier einmal drin landen, sind wir tot. Und das macht diese Mission auch etwas schwierig. Gut, den können wir jetzt killen, das ist gut, weil dann wird nicht so viel kaputt gemacht. So, da hinten hätten wir am besten auch killen müssen. Jetzt müssen wir uns nämlich hier irgendwo auf einem kleinen Fleck bewegen. Du stirbst mal. Genau. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Muss halt immer so ein bisschen darauf achten, welche Felsen machen Kamek gerade kaputt. Und dann... Ja, jetzt wird es schneller. Und jetzt kommen, glaube ich, auch keine Kameks mehr. Muss man hier einfach so ein bisschen aufpassen, dass man immer auf den richtigen Dingern steht. Und hier bleiben wir jetzt in der Mitte, da passiert uns nichts. Und jetzt müssen wir gleich nach links. Ja, genau so. Und jetzt müssen wir nach rechts. Das ist schon, da, ihr merkt, das wird schon enger. Also von der Zeit her. Und jetzt kommt der letzte Passage. Jetzt kommt hier so ein Kettenhundball, der uns auch verfolgt. Und der macht hier die Plattform kaputt und lässt uns mal in den sicheren Tod fallen. Juhu, damit haben wir am Ende nochmal verkackt und dürfen das Ganze nochmal machen. Naja, sowas kommt vor, muss man sich eben mit abfinden. Und ja, der Kettenhundball ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber dass ich mich eben hab treffen lassen, war irgendwie einfach nur dumm. Und wenn man sich treffen lässt, ist man sowieso schon am Arsch, weil... der Kettenhund macht ja gleichzeitig noch die... Blöcke kaputt, auf denen man steht, weil er ja einen verfolgt und damit dann... Tut mir leid, damit gibt er einem dann eher keine Chance mehr, da irgendwie auszuweichen. So, du stirbst erstmal. Und du da hinten. Na, das war dumm. Na gut, man kann aber die Kamek-Schüsse auch so abfangen, indem man ganz einfach sich treffen lässt. Dann geht die Plattform nicht kaputt. Besser gemacht als beim Kettenhund, finde ich, weil dann stirbt man nicht gleichzeitig, wenn man getroffen wird. So, nochmal Leben einsammeln. Da, weiter. Wow. So, hier können wir noch stehen bleiben. Jetzt kommt gleich wieder die etwas schwierigere Passage und eigentlich, also wirklich eigentlich, ist nur der Kettenhund wirklich schwer. Aber auch das ist mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und Übung machbar. So, jetzt kommt gleich der Kettenhund, wenn mich das nicht täuscht. Ja, genau. Jetzt erstmal lassen wir ihn hier neben kommen. Ja. Jetzt kommt er aber nochmal zurück. Ja, hier hinten lang. Und einfach nur... Ja, das passt. Dadurch, dass der Kettenhund so ein bisschen träge ist in den Bewegungen hin und her machen, können wir dem auch leicht ausweichen. Und damit haben wir auch schon wieder einen weiteren Powerstern geholt. Mittlerweile auch schon fast wieder eine Dreiviertelstunde. Ich kann es nicht glauben, dass mein PC bis jetzt 3 Aufnahmen ausgehalten hat. Also irgendwie ist das wirklich sehr random, ob der es schafft oder nicht. Powerstern, diese spektakuläre Schlingersand-Safari und Münzen und... Kometenmünze haben wir hoffentlich auch. Hoffe ich. Ja. Wunderbar. Buhu, Mondgalaxie haben wir sie auch. Und ja, gut. Dann machen wir doch mal weiter mit dem... Gumeluma hier, der mal wieder ein, ja, mal wieder ein paar Sternteile will. Oh, ein Gumeluma ist an Bord. Du sollst ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Ja, das kennen wir doch auch schon irgendwo her. Ja, ich bin so hungrig, lalala, Sternteile, 1500. Wie viel verschießen wir jetzt? 15. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Ist für 1500, bietet sich auch irgendwie an. Und damit haben wir ihn auch schon voll. Oh, wunderbar, ich bin so voll. Na gut, da wollen wir mal loslegen. Verwandlung, yay.
Ja, genau. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten. Und ich werde mal kurz husten, denn eine neue Galaxie wurde geboren, ja. So, weiter geht's. 80 Sterne, oh mein Gott. Wir haben heute echt viel geschafft. Hier oben. Sturzfluggalaxie. Auch eine leichte Parallele zur Sinkfluggalaxie, wie ihr vielleicht wisst. Und Tuku Karambolagegleiter. Diese Mission ist hier, ist vom, also ist eigentlich ähnlich aufgebaut vom Gameplay her. Allerdings ein bisschen erschwert. Ich meine, von Sink zu Sturzflug ist auch eine gewisse Erschwerung zu erwarten. Und auch von Welt 2 bis zu Welt 5. Ich glaube, es war Welt 2. Gleitflug mit Tuku-Gleiter. Neige die Wii-Fernbedienung, bla, das kennen wir doch alles. Ja. So, dieser Tuku-Gleiter hier. Dieser Tuku-Gleiter hier. Er kann dich leihen. Also darfst du dich an seine Krallen hängen. Möchtest du mit dem Tuku-Gleiter fliegen? Ich will fliegen. Yeah. Wenn du durch den großen Sonnenkranz am Ende segelst, gewinnst du. Gewinnst du. Einfach ist es nicht. Nicht einfach. Ja, und mal wieder müssen wir auch ebenfalls durch diese Tore da, die wir jetzt gleich sehen werden, durch die Sonnentore. Wow. What the fuck. Durch die hier, um nachher die Kometenmünze zu erhalten. Die ist ziemlich wichtig. Wow. Und hier müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen. Weil hier müssen wir ziemlich flott rum, damit wir hier durch das Tor kommen. Und jetzt müssen wir... irgendwie... Ja. Also, da ist echt teilweise einfach nur Lack von Höhen. Und Tor, ja, das war Nummer 3. So, jetzt müssen wir hier irgendwie an die Kugelrelease vorbei und jetzt wieder nach oben. Nach oben, habe ich gesagt. Ja. So, hier durch das Tor. Wow. Und jetzt aufpassen, da unten das Tor geht zu, da müssen wir uns jetzt ein wenig beeilen. Und nach ganz unten, damit wir hier durchs Tor kommen. Und das war, dass die Kometenmünze kommt. Ja. Einfach nur durch. Einfach durch. Wir haben nur eine Energie und das packen wir. Yes. Hätte nicht gedacht, dass das klappt beim ersten Mal. Das war aber auch eher schlecht als recht. Also, geflogen. Und der Tuku-Gleiter freut sich auch. Hier, nimm Powerstern dies. Wir danken dir. Yeah. Das ging wirklich recht schnell. Hätte ich echt nicht erwartet. Wuhu, juhu, ja, juhu, yeah, ja, wuhu, war, jawohl. Noch mehr Siegestanz? Nein. Ja gut, wir haben jetzt hier noch nicht ganz eine Dreiviertelstunde gespielt, sind aber auch schon knapp dran. Und ich denke, wir machen dann jetzt wieder einen kleinen Cut. Du hast einen Powerstern, Tuku, Karambolagegleiter, Sturzflug, Galaxie, Kometen. Ah, jetzt gibt's hier noch einen schönen Schlingersandgalaxie, Schabernack Kometen. An den kann ich mich, glaube ich, sogar erinnern. Hier unten haben wir noch die Heiß-Kalt-Galaxie. Das wird auch nochmal eine lustige Sache. Und hier können wir auch noch sogar noch schon zur Bowser-Festung. Wow. Raubschmeier kann jetzt noch weiter fliegen. Die da wäre Bowser Juniors Böller-Bunker. Aber vorher machen wir natürlich diesen Kometen hier. Setzen aber vorher wieder mal einen Cut. Dankeschön, dass ihr mal wieder zugesehen habt. Und ja, ich bin froh, dass jetzt schon mittlerweile die dritte Aufnahme geklappt hat. Vielleicht werde ich heute noch was dranhängen, ich weiß es nicht. Macht's gut, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.